Ja, wir versuchen ja auch immer wieder politisch Verantwortliche mal an die Leitung zu bekommen. Und heute hatten wir mal Glück. Ich habe in der Leitung Frau Monika Grütters. Zur Person. Frau Monika Grütters wurde 1962 geboren und ist als Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Also genau unsere richtige Ansprechpartnerin für die Probleme, die wir Künstler jetzt während der Corona-Krise haben. Sie wuchs in Münster auf und studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft. Und seit Anfang der 90er Jahre lebt und arbeitet sie in Berlin. Seit bereits 2005 ist die Christdemokratin Mitglied des Deutschen Bundestages. Guten Tag, Frau Grütters, und schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Ja, schön, dass ich da bin. Frau Grütters, gleich zu Anfang eine entscheidende Frage. Ist Deutschland noch eine Kulturnation? Das ist doch hoffentlich nur eine rhetorische Frage, denn wir sind es gerade jetzt mehr denn je. Wir erleben über die indirekte Darbietungsform via Bildschirm im Netz und auf den Balkonen sehr viel Kultur. Balkone. Das ist in Ihren Augen also die neue Plattform für Kultur? Die Kulturszene zeigt in der Krise, dass sie zäh und besonders lebhaft ist. Also, die meisten Kulturschaffenden, die ich kenne, die sitzen zurzeit mehr oder weniger auf der Straße. Und ich tue alles, um das Überleben dieser Szene zu sichern, also sowohl den Institutionen wie den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern zu helfen. Das scheinen viele Kulturschaffende anders zu sehen. Also gerade die kleineren Institutionen und viele Freischaffende sind in Sorge. Müssten sie da nicht viel aktiver werden? Es wurde enorm viel Hilfe geleistet. Über die Milliardensumme ist ja schon oft gesprochen worden. Die Freiberuflern, Soloselbstständigen und Kulturschaffenden nicht wirklich helfen. Als Einzelkämpfer zählt das eigene Gehalt, also die Überlebenssicherung, einfach nicht als Betriebsausgabe. Anders als bei einem Konzern, bei dem die Manager sich ihr Managergehalt und die Vorstandsgehälter auszahlen, ist das eben keine laufende Betriebsausgabe. Bei den großen Konzernen schließlich schon. Och, es täte mir leid, wenn manche die Angebote nicht in bestmöglichster Weise nutzten. Denn selbst wenn es kein eigenes Sonderprogramm für die Kultur gibt, so ist das Hilfsprogramm des Bundes doch gerade auf die Bedürfnisse des kreativen Milieus abgestimmt. Echt jetzt? Ja, aber natürlich. Also, viele fürchten Grundsicherung, also sprich Hartz IV in Anspruch nehmen zu müssen. Und das erscheint Ihnen nicht gerade als Hilfe, sondern vielmehr als ein abwertendes Almosen. Also darüber kann ich mich nur wundern. Es wird vorerst keine Vermögensprüfung vorgenommen. Es reicht eine einfache Selbstauskunft. Einfach? Hatten Sie jemals diesen Papierberg von Antrag auf dem Schreibtisch? Also Bedürftige bekommen ja nicht nur die Grundsicherung, sondern zeitweilig auch die reellen Miet- und Heizkosten ersetzt. Ja, wenn dann noch Kinder da sind, gibt es weitere Zuschläge. In Berlin wurden darüber hinaus bis zu 5.000 Euro pro Kreativen gezahlt. Ja, also das geht nun wirklich weit über Almosen hinaus. Entschuldigen Sie, es ist 12 Uhr mittags. Finden Sie nicht, das ist ein wenig früh für... Homeoffice. Ja, um zurück zum Thema zu kommen. In Berlin war das Geld ja ziemlich schnell aufgebraucht und viele gingen leer aus. Na, irgendwann sind die Töpfe natürlich leer. Und selbstverständlich werden diese 5.000 Euro mit Hartz IV verrechnet, damit es ja nicht reicht. Finanziell ist es für die Kreativen übrigens oft vorteilhafter, an den Maßnahmen des Bundes statt denen der Länder teilzuhaben. Also Hartz IV. Sagen Sie es doch einfach. Ja, und schon vor der Krise haben wir einen Großteil des kulturellen Angebots unterbezahlten, freischaffenden Idealisten überlassen. Kultur gehört in die Mitte der Gesellschaft. Aber Sie drängen sie gerade an den sozialen Rand. Das Land hat lange davon profitiert, dass sich Menschen selbst ausgebeutet haben. Und nun erhalten Sie das Angebot im Netz aufrecht. Sollte da die Solidarität nicht etwas größer sein? Ja,
Es gibt eine große Zahl freischaffender Künstlerinnen und Künstler, die schon vor der Corona-Krise in bescheidenen Verhältnissen lebte. Sie wollen unbedingt aus einer starken intrinsischen Motivation heraus ihr Ding machen. Sie rufen uns ernsthaft zu, Augen auf bei der Berufswahl oder was? Wir sind dankbar für diese Arbeit und wissen, dass der gesamtgesellschaftliche Nutzen riesig ist. Oh, jetzt stellen Sie endlich den Schnaps weg. Alkoholkultur ist nichts, was man sich nur in guten Zeiten gönnt, sondern gerade jetzt, wo wir auf so vieles verzichten müssen, spüren wir, wie sehr sie uns fehlt. Ja, außerdem erleben wir in der Digitalisierung gerade einen Push, den wir mit den schlauesten Programmen nicht hätten erreichen können. Wovon aber keiner leben kann. Wäre es nicht Zeit für schnelle und neue Förderprogramme für all die nagelneuen Formate? Es wurden ja Millionensummen in die Digitalisierung der Kulturbetriebe gesteckt. Wann? Jetzt passiert, was ich mir schon lange gewünscht habe. Der Bereich Kultur blüht in der digitalen Welt richtig auf. Die digitale Vermittlung von Kultur steht bei mir übrigens ganz oben auf meinem Merkzettel. Ach, was wäre das toll, wenn ein netzaffines Publikum auch Lust bekäme, zum Beispiel in die Staatsoper zu gehen, um sich eine Carmen-Aufführung anzusehen. Frau Grütters, Sie sprechen von hochsubventionierten Häusern. Ja, und was ist mit den ganzen Kleinen? Wir haben in eindrücklichen Statements viel Empathie für die Künstler gezeigt. Ich habe das bei meinen europäischen Amtskolleginnen und Amtskollegen gerade erst wieder erlebt. Wir hätten nicht 4 Stunden miteinander per Videokonferenz beraten, wenn wir nicht alle für unsere Aufgabe für die Kultur und die Kreativszene brennen würden. Ja, und wie sehen konkrete Nachbesserungen bei den Soforthilfen aus, damit sie auch wirklich wirken? Wie bitte? Die Verbindung ist ganz schlecht. Also, ich verstehe Sie bestens. Also, ich wollte ganz einfach wissen... Ich verstehe Sie nicht mehr. Wie wollen Sie die Hilfsmaßnahmen denn jetzt... Ich kann nichts verstehen. Das ist doch albern. Also, ich... Frau Grütters, Sie sitzen im Homeoffice. Ach, jetzt kommen Sie schon, das ist doch wirklich albern. Ich habe Sie doch einfach nur gefragt, ob... Tunnel, Netz, der bricht ab. Tut. Ich kann sie sehen. Oh Mann, das darf doch wirklich nicht wahr sein. Also dann, danke für nichts, Frau Grütters. Oh Mann, ich fasse es einfach nicht.